Hallo und herzlich willkommen im MoMA-Kanal. Wir befinden uns bei Caravan und Freizeit Wörthmann in Stur. Was habe ich euch heute mitgebracht? Aus dem Hause Carrado, ein Kastenwagen, Modellbezeichnung CV600. Die 600 steht dafür, dass das Fahrzeug eine Gesamtlänge von unter 6 Metern hat. Im Einstiegsbereich eine elektronische Trittstufe, stufenlos verstellbar. Dann haben wir hier ein Fliegenschutzgitter über die gesamte Breite der Tür. Oberhalb eine Thule Omnistor Kastenmarkise. Frischwassertank. Im Heckbereich eine zweiflügige Tür. Vorteil ist halt bei den Kastenwegen, man kann dieses Brett herausnehmen und im Alltag auch dann wirklich sperrige Sachen transportieren. Oder wenn man in Urlaub fährt, dass man die Fahrräder nicht außen transportieren will, nimmt man das heraus und man hat 4 Verzurösen, sodass das Fahrzeug im Alltag gut zu gebrauchen ist, um Fahrräder auch zu transportieren. Dann haben wir hier unter dem Kasten für Gasflaschen. Dann würde ich einmal noch die Seitenansicht zeigen von der Fahrerseite aus. Tredford Kassettentoilette, dann Außenstromanschluss, Truma Gasheizung, hier befindet sich Auftankmöglichkeit für Diesel, kommen wir zum Innenbereich. Heckbereich, 2 Schlafplätze quer. Verschiebbare LED-Spots auf beiden Seiten. Dann auf der Fahrerseite über ein großes Fenster im Heckbereich 2 weitere Fenster, die aufstellbar sind. Was auch sehr gut ist, ist das Dachfenster, um ausreichend Belüftung darzustellen. Wir haben hier oben 2 Schränke mit Herausfallschutz, sehr tief zu beladen. Das gleiche haben wir nochmal auf der anderen Seite. Wir haben oberhalb der Küche einen weiteren Schrank, was auch sehr gut und tief beladbar ist. 2 Handtuchhalter. Dann haben wir hier das Kochfeld mit Pizzero-Zündern, 2 Gasfelder, Abwaschspüle, Staumöglichkeiten unterhalb der Küche sind hier einmal gegeben. Auch sehr gut gelöst, wieder mit Rausfallschutz, 2 Einlegeböden, Besteckschublade. Was auch sehr gut gelöst ist, das sind hier nochmal 2 zusätzliche Steckdosen. Hier noch weitere Staumöglichkeiten. Im Vorderbereich, aus Kastenwegen bekannt, Kühlschrankposition mit separaten Eisfach. Kommen wir zum Bad. Ausreichend Stehhöhe ist vorhanden im Bad. Wir haben hier ein Aufstelldach, ein großer Spiegel, hier noch Einarm-Mischbatterie mit Waschbecken. Was auch sehr gut gelöst ist, gerade bei der Fahrzeuggröße finde ich das echt gut, dass man hier noch mal eine Ablagefläche hat. Hier lassen sich noch ähnliche Sachen ablegen. Zum Duschen zieht man diesen Hahn heraus hier. Man hat hier oben auch nochmal eine Haltemöglichkeit für den Duschkopf. Tredford Toilette bekannt. Einlegeboden aus Holz für den Duschraum. Was auch wichtig ist und was ich gut finde, man hat ein seitliches Fenster, was sich rundherum verdunkeln lässt und Fliegenschutzgitter hat. Zusätzlich hat man hier oben noch das Aufstelldach aus der Hümer-Gruppe bekannt. Carrado hat das auch. Ein sehr gutes, kleines, nützliches Detail zum Trocknen von Jacken und Handtüchern. Hier oben ist noch zusätzlicher Stauraum im Schrank, auch mit Herausfallschutz. Dann ist hier noch mal eine Vorrichtung oder ja, eine Vorbereitung für den Fernseher. Man kann das auch hier noch mal super sehen. 2 USB-Schnittstellen. 2,4 Ampere sogar, das heißt
Handys und iPads lassen sich sehr gut laden und natürlich auch in der Nähe des Sitzbereichs. Ich bin 1,72 Meter groß, das heißt, selbst im Innenbereich und Außenbereich kann man sehr gut sitzen. Fest arretierter Tisch. Hier ist noch eine zusätzliche Fläche, die herausgedreht werden kann. Man sieht es ja, wenn die Tische oder die Sitze gedreht sind, kann man hier sehr gut zu dritt sitzen. Ich habe das schon gehabt, dass man auch zu viert gut sitzen kann, wenn man hier einen Stuhl hinstellt. Würde ich euch nochmal den Fahrerraum zeigen. Hier sind nochmal verschiebbare Spots. Die kann man hier auf der Schiene verschieben, ausschalten, einschalten. Ja, Fahrzeug, wie eingangs gesagt, auf Citroën-Basis. Schalter, zu den technischen Daten würde ich gleich nochmal kommen, wenn mein Kollege den Innen- und Außenbereich nochmal Revue passieren lässt. Wir haben das Verdunkungssystem aus der, ja, sage ich jetzt schon, Hümer-Gruppe oder Carrado-Gruppe bis zur Mitte ziehen. Auf der anderen Seite dann sind hier Magneten und man kann es dann arretieren. Und das gleiche Prinzip ist nochmal Fahrer- und Beifahrerseite, hier das Rollo. Wenn man das geschlossen hat, ist das Verdunkungsergebnis ist eigentlich sehr gut. Gut, dann würde ich zu den technischen Daten nochmal kommen und mein Kollege filmt das Fahrzeug von innen und von außen nochmal. Das Bedienkonzept aus dem Hümer für In- und Aufbaubatterie ist ja auch bekannt. Füllstand, man kann das hier anklicken. Abwassertank, Frischwassertank, Füllstand. Dann Tuma-Kombi, die Heizung für die Therme. Hier oben ist nochmal großflächig eine Ablagemöglichkeit. Hier nochmal der Lichtschalter für die indirekte Beleuchtung des Fußbodens. Ja, zu den technischen Daten. Der Carrado Pro CV600 hat eine Gesamtlänge von 5,99 Meter, eine Breite von 2,05 Meter, eine Höhe von 2,73 Meter, zulässiges Gesamtgewicht 3.500 Kilo. Die Liegefläche im Doppelbett ist 1,97 Meter x 1,57 Meter. Motorisierung in dem Fall, wie das Fahrzeug hier steht, ist auf Citroën Jumper 2,2 Liter Multijet Diesel mit 165 PS. Ja, über Sonderausstattung verfügt das Fahrzeug auch, 90 Liter Kraftstofftank, Wohnwelt weiß, dann die Aufpreismotorisierung auf 165 PS, die Basis hat 140 PS, dann nochmal Rahmenfenster, das Holzrost in der Dusche und das Multimedia Carrado Navi mit Rückfahrkamera ist ebenfalls zusätzlich in dem Fahrzeug dargestellt. Ja, so wie das Fahrzeug hier steht, hat es einen Gesamtpreis von 62.720 Euro. Aktuell der Basispreis liegt bei ca. 56.000 Euro. Ja, möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Das Fahrzeug ist 6 Meter lang, verfügt über zwei ausreichend große Schlafplätze, genügend Stauraum, sowohl im Heckbereich auch unter dem Bett, als auch die Schränke innen umlaufend. Ja, ideales Stadtauto. Wer ein Fahrzeug sucht, was er auch im Alltag bewegen kann, ist genau hier richtig. Carrado verbaut sehr hochwertige Materialien, aus der Hümer-Gruppe ja bekannt. Ja, in meinen Augen eine Kaufempfehlung. Wenn euch das Fahrzeug gefällt, guckt euch das Fahrzeug an. Es steht bei Caravan und Freizeit Wörthmann in Stur. Für Fragen steht das Team von Wörthmann gerne zur Verfügung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, liked das Video gerne, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, ob euch das Fahrzeug gefällt. Bis dahin, euer MoMa-Kanal.